Eigentlicherweise den 26.04., aber jetzt mittlerweile schon den 27.04. Und zwar, wenn wir jetzt auf die Uhr gucken, und genau, wir haben es ja schon etwas später, 1.45 Uhr. Herrlich. Herrlich. Genau meine Zeit. Genau meine Zeit für ein Interview. Wir haben hier den Gast heute mal, Jim von Chris Dynamite, mal wieder. Ja, servus. Grüße dich. Freut mich. Ja, ich freue mich auch. Gerne. Auf jeden Fall. Das erste Interview haben wir gemeinsam geführt. Das war 2010 in Gibson's Showroom. Das war eines meiner ersten Interviews. Also es war noch nicht so viel Erfahrung. Mittlerweile gereift und ihr genauso. Und wenn du das so empfindest, dankeschön. Ja, komm, drei Alben jetzt mittlerweile draußen. Ja, sagen wir musikalisch gereift. Musikalisch gereift. Ja. Der Rest ist immer noch die gleiche Scheiße. Ja, das ändert sich auch so schnell nicht. Nee. Das wäre auch scheiße, wenn, oder? Ja, jung geblieben. Ja. So. Wir sind also nach der Show, das heißt, ihr habt jetzt exklusiv den Jim nach einer sehr ausgiebigen Wackelattacke, also ich meine, man könnte dich als Wackeldacke bezeichnen, so wie du auf der Bühne gestanden hast, so Da geht auch immer noch, also ich habe noch Reserven. So ist es ja nicht. Wie machst du das jeden Abend, dass du jeden Abend diese gleiche Power hast? Das ist reine Motivation. Also, oder beziehungsweise ein Mix aus Motivation und Adrenalin. Wenn ich auf die Bühne gehe, dann kommt das Adrenalin einfach in mir hoch, egal ob ich vor 10 Leuten spiele oder vor 10.000. Das ist mir echt Wurst. Es kommt immer auf das Gleiche raus quasi. Also, und zum einen natürlich der Spaß. Ich meine, es gibt nichts Geileres als live zu spielen. Das sagt wohl jede Band, ist ja klar. Und ich sehe es so einfach als quasi Befreiungsschlag für den ganzen Scheiß, den du eine Woche erlebst. So, das ist es einfach. Und ja, du, ganz ehrlich, da gebe ich so lange Gas, bis ich umkipp. Was heute übrigens fast passiert wäre. Ja, ich sah schon schwarz bei Stilus Wayne, ja, hier alles. Ja, da warst du nicht der Einzige. Da warst du nicht der Einzige. Der Rest der Band hat auch schon unter gepumpt. Ja, ja. Aber ihr seid ja auch ganz schön auf Achseln. Ihr spielt ja deutschlandweit fast jede Stadt, jedes Dorf habt ihr eigentlich schon durch, oder? Zumindest die Mädels von jeder Stadt. Nee, geil. Also, wie gesagt, ich liebe es, rumzureißen sonst. Ja, ich würde es am liebsten jeden Tag tun. Das Geile ist, ihr habt ja jetzt auf eurer Promotour für das neue Album oder aktuelle Album Money, Sex & Power habt ihr ja sämtliche Länder bereist, in denen ihr selbst noch nicht mal wirklich gespielt habt, oder? Tatsächlich. Darunter waren zum Beispiel England, beziehungsweise London und Stockholm, also in Schweden. Einfach so als Glamour, wie sagt man, als Vorbote sozusagen. Denn wir werden ja, wie du vielleicht schon weißt, im Herbst mit Dragon Force auf Tour gehen. Das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, aber ich freue mich drauf. So, was ist das? Und da werden wir zum Beispiel nach Skandinavien gehen, auch natürlich nach Stockholm und so. Und ich sag dir eins, ich habe mich in Stockholm verliebt. Ich war auch schon mal da, das ist eine sehr, sehr schöne Stadt. Also ich war damals im Schüleraustausch da gewesen, aber gegen Helsinki kommt Stockholm nicht an. Findest du? Ich war 2,5 Monate in Helsinki und kriegst du nicht hin. Stimmt, da haben wir geschrieben. Also in Helsinki, ja, das stimmt. Aber Gott, trotzdem, Stockholm, ganz ehrlich, wenn ich jemals in meinem Leben depressiv bin oder nicht weiß, wo es weitergeht, wie weitermachen, sei es mit den Frauen, sei es mit irgendwas, vor allem mit den Frauen natürlich, dann gehe ich nach Stockholm. Ja, das Ding ist, die Schweden haben da schöne Frauen, ne? Boah, der Wahnsinn. Das Ding ist, ich verstehe es nicht, dann sagt er so, nach Thailand können sie gehen, wir eine Frau einkaufen. Junge, geh nach Stockholm. Ja. Nein, ohne Scheiß. Ich war ja da mit Hannes allein und wir saßen da an der Bushaltestelle, saßen da 3 Stunden in der Sonne und haben bei jeder zweiten Frau so gemacht. Boah. Nee, ohne Scheiß, der Wahnsinn. Habt ihr auch Noten vergeben oder was? Nee, das hätte sich nicht gelohnt. Das wäre so eintönig gewesen. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Ja, wirklich, ohne Scheiß. Echt der Wahnsinn. Kann ich nur jedem empfehlen, jedem Sextouristen, tu es in Stockholm los, tu es. Nee, echt geil. Super, jetzt hast du das Interview schon FSK 18 gemacht. Herzlichen Dank. Bravo. Gut, also Kinder abschalten, das wird noch schlimmer. Weil wenn der jetzt von seinen Storys erzählt, dann ist es vorbei, oder? Nee, das war jetzt das alles nicht versprochen.
Andi hätte jetzt noch das härteste in der Hose, ne? Ja, klar. darum ist er auch nicht hier. Ja, deswegen, also Hannes ist schon langsam Bubu machen, weil der hat den Sandmann schon gesehen. Hannes ja. Draußen sitzen. Wir müssen ja sagen, wir sind ja im Kasitz noch im Backstage-Bereich. Ich meine, langsam den Bettenbereich bei den Interviews auch schon langsam mit Gewohnheit. Letztes Woche noch Crematory, vor ein paar Monaten Chakra noch hier gehabt und was ich, welche Band hier schon ihr gesehen habt hier oder auch gehört. Und jetzt heute mal Kiss und Dynamite. Mal wieder Berlin. Ist ja so mit eure zweite Lieblingsstadt, ne? Von einigen. Muss ich ja jetzt sagen, selbstverständlich. Nein, du kannst sagen, dass das du ehrlich sagen. Ja, natürlich. Okay. Selbstverständlich. Okay. München und Hamburg sind meine zwei Lieblingsstädte. Mhm. Aber Berlin ist auch nicht schlecht. Also ist schon gut. Sei ehrlich. Aber, sei ehrlich. Nee, wirklich, wirklich. Also ich mag Berlin. Zumindest wenn es um Konzerte und Metal geht. Ansonsten mag ich Berlin nicht so. Ich habe immer das Gefühl, dass sind so viele Möchtegern, Künstler, Laden, das, weißt du, ich meine, stehe ich nicht so drauf. In Hamburg, großer Pluspunkt, Kiez, ganz klar. Wir waren da, war wieder bei den Frauen. Genau, hier waren wir erst letzte Woche, Samstagabend, Hamburg. Wo habt ihr gespielt? Lass mich kurz überlegen, Logo. Ah, Gago, super. Und danach taten wir es auf der Reeperbahn und auf dem St. Pauli Fischmarkt bis morgens um 9. Richtig geil. Ich meine, da ist also erst, Fisch, erst den Fischschuss in die Beine und dann den Fisch im Mund. So ungefähr. Okay. Verstehen uns. Nee, also ich meine, da ist das Management selber schuld, wenn es uns bucht für Samstagabend in Hamburg und Sonntag kein Gig. Ja, ich meine, damit muss man rechnen. Ja. Nee, voll geil. Also. Das heißt, die Gagen liegen vielleicht nochmal 20%, 30% höher, um einfach die Damen zu bezahlen? Ja, also es war ein Minusgeschäft in der Schlussrechnung. Aber die Damen haben Plus gemacht? Ja, klar. Ich meine, das entschädigt für alles, ganz klar. Nee, aber was sagt die Freundin zu Hause? Die respektiert das. Nee, wirklich. Job ist Job und zu Hause macht sie Rest. Das ist ja so, weißt du. Es gibt eine Theorie. Es gibt eine richtige Theorie. Es gibt die Metal-Fans, oder sagen wir die Jungs, ja, die kaufen deine Platte, weil sie so sein wollen wie du. Mhm. Und wenn die Mädels fehlen, fehlen auch die Typen und somit verkaufst du gar nichts. Und du müsst immer auf die Mädels attraktiv wirken, immer schön, was, FSK 18. Hast du immer Spandex-Hose? Ja, komplettes Programm, klar. Weil, wie gesagt, wenn die Mädels dich nicht mehr wollen, wollen dich auch nicht mehr die Typen. Und dann verkaufst du keine Platte mehr. So die Theorie. Wie sieht es in der Praxis aus? Sorry? Wie sieht es in der Praxis aus? Noch viel schlimmer. Ich meine, jetzt hier an der Tür stehen schon 20 und wir haben bloß Platz für 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist ein 8-Bettzimmer. Ja, nur für 8. Ich meine, das wird schon hart heute Nacht, aber... Na gut, ihr habt noch 3 andere Zahlungszimmer mindestens. Ja, klar, aber die wollen ja alle zu mir, weißt du. Ich bin ein bisschen Dynamite. Ohne mich können die für Pennies in der U-Bahn spielen. Tatsächlich. Okay, jetzt genug dem blöden Gelaber. Erste Themen. Wie wäre es mit Vorschlag? Mit einem Vorschlag. Vorschlag kann man? Super. Wie wäre es mit die Wirkung der Musik und der Kunst im 17. Jahrhundert? Im Mittelalter kann ich sagen, die Laute war eines der interessantesten Instrumente, die die Menschheit jemals gesehen hat. Und auch das Trommeln auf Holz war sehr genehm. Ich verstehe. Ich bin ja großer Vivaldi-Fan, musst du wissen. Stehe ich total drauf. So ein Chef. Aber, um zurück zum Thema zu kommen, Rockstars. Rockstars heute, wie stellst du dir vor? Jetzt mal, drehen wir mal den Spieß rum. Okay. Wie stellst du dir Rockstars heute vor? Garantiert nicht mehr so, wie man sie vor 20 Jahren kannte. Sagen wir es mal so, vor 20 Jahren hast du gedacht, Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Heute denkst du, Money, Sex and Power. Ja. Okay. Der war Touché, okay. Lass mich doch mal ausreden. Entschuldigung. Du hast keine Weißt du, vor 20 Jahren war die Höflichkeit noch da. Ah, das ja. Okay. Und jetzt machst du hier noch, weiß ich nicht. Weißt du, wenn du mir schon eine Frage stellst, lass mich doch wenigstens antworten. Okay, Entschuldigung. Sag mal, weißt du, also du hast echt keine Erfahrung mit Interviewen, oder? Ganz schlimm, also es ist ja auch mein erstes Interview. Nach dem vor 2010. Ja, also, ja. Aber, weißt du, wie ich mir heutzutage Rockstars vorstelle? Spiegel?
Fokus, Headline, Money, Sex, Power, also Geld, Sex, Macht. Ich meine, jetzt hast du auf den Spiegel geschaut. Moment. Und Berlusconi. Berlusconi hat Einfluss, hat die Weiber, hat Sex, hat Boah. Ich will ihm den lieben Herrn Berlusconi nichts unterstellen, aber der hat bestimmt auch Drogen und Alkohol. Drogen lässt er recht gut haben. Okay, geil, super. Genau mein Ding. Also Finger weg von Drogen, Alkohol ab gewissem Alter, okay. Aber bitte in Grenzen. Wir wollen hier keinen zum Alkohol verleiten, das ist ganz wichtig. Ne? Also wir wollen hier nicht sagen, saufen bis der Arzt kommt, das geht nach hinten los. Sonst endet ihr wie er. Genau. Du bekommst halt einfach nichts mehr hin, wenn du was trinkst. Weißt du, du musst einfach immer 100% nüchtern sein, gerade bei Interviews nachts um 2:30. Nichtsdestotrotz, Berlusconi, ein Rockstar himself. Deswegen haben wir ihm auch die Nummer Money 6 Power gewidmet. Denn eigentlich ist er schon weiß er von seinem Glück. Naja, ich habe letztens mit ihm telefoniert und er hat mich auf die Bunga Bunga Party eingeladen. Nein. Doch. Die gibt es wirklich, ja? Ja, die gibt es. Ja, klar. Nein. Das ist kein erfundener Scheiß. Das kommt schon. Aber habe ich gesagt, ganz ehrlich, Berlusconi, da muss noch viel. Kommst du auf ein Kissen dabei Konzert und dann lernst du noch, wie es läuft. Ja, seither sind wir auch für Italien gesperrt. Okay. Nichtsdestotrotz. Also, dear Italian-Fans, sorry about that. Berlusconi ist schuld. Ja. Sei froh, dass du nicht Sarkozy bist, weil wenn du Sarkozy bist, bist du mit dem Merkel schlafen. Na, ich sag mal so, auf den alten Landmanns reiten und auf den jungen Landmanns rennen, ne? Okay, gut, alles klar. Jetzt wird's heftig. Du bist doch krasser als Steel Panther. Ehrlich, also Steel Panther fand er schon eine krasse Nummer. Aber ihr, also du speziell jetzt, du hast den Sandmann noch nicht gesehen, oder? Ja, das, ich sag mal so, das kommt mit der Zeit, weißt du. Es gibt einfach Sachen, die lernst du, und es gibt Sachen, die werden in die Wiege gelegt. Kleines Beispiel. Ja, bitte. Du bist musikalisch. Nö, bin ich nicht. Nee, allgemein, wenn du musikalisch bist, dann kannst du schon mal Bass spielen. Einfach so. Okay. Aber wenn du Gitarrist sein willst, dann muss es dir in die Wiege gelegt sein. Du musst es spüren, von Anfang an. Ich habe schon mit 1 gespürt, dass ich irgendwann das Pick of Destiny in den Händen halten werde. Und, weißt du, was ich meine? Die Leute befreien an vorderster Front mit meiner Musik. Auf das kommt dann. Jetzt musst du ja mal erklären, wie es bei dir angefangen hat. Und du sagst, mit einem Jahr, glaube ich dir jetzt nicht so ganz. Das hat ein bisschen später angefangen, oder? Ja, tatsächlich, natürlich. Ich meine, es gibt ziemlich großen Einfluss von mir, sind meine Eltern. Mhm. Denn es gibt Bilder von mir, da bin ich 2, tatsächlich wirklich ohne Scheiß, in der, so einer Baby-Lederkutte, aber schon mit ein paar Patches drauf und so. Welche Bands? AC/DC hauptsächlich. Okay. AC/DC Rolling Stones. Ich hatte die große Rolling Stones zu mir hinten. Ja. Backpatch. Der Backpatch war zu groß für die Lederkutte, aber egal. Gibt es Bilder von mir auf, die waren damals im Motorradclub von mir, weiß ich, und Harley Davidson. Und da gibt es Bilder von mir, wie ich als 2-jähriger kleiner, wie sagt man, Steppke, auf der Bar sitze, morgens um, was weiß ich, echt wirklich, ohne Scheiß. Das darf man am jetzt aber nicht hören, ne? Das weißt du. Ach, jetzt ist schon zu spät. Ja, aber, ja, mein Gott. Nee, ohne Scheiß, das ist mir schon ein bisschen in die Wiege gelegt worden. Nichtsdestotrotz habe ich den wirklichen Metal, Rockmusik, wie auch immer, erst mit ungefähr 10 entdeckt. Mhm. Davor habe ich es einfach nicht verstanden, ganz ehrlich. Und mit 10 habe ich im Radio immer einen Teaser gehört von AC/DC. Mhm. Ich habe immer so zu machen, was ist denn das AC/DC da die ganze Zeit? Das geht mir so auf die Eier. Ja, so, ich zeig's dir mal. Ja, dann habe ich auch den Plattenspieler mit in mein Zimmer genommen und die Platten haben sich gestapelt und so fing alles an. Das kommt mir bekannt vor. Und dann hat mir mein Vater meine erste Gitarre gekauft und so ging es weiter. Und 2 Jahre später hatte ich meine erste, jetzt kommt's, Gibson. Das heißt nämlich nicht Gibson, sondern Gibson. Mein Vater gibt dem Sohn die Gitarre. Zum Beispiel ist Gibson. Faszinierend. Haben wir wieder was gelernt? Interviews bilden.
Selbstverständlich. Wobei, darum machen wir es. Wir nennen es ja nicht Interview, wir nennen es immer ein schönes Gespräch, oder? Ja, also ich finde Interviews finde ich immer so pressehaft, presselastig, und ich bin nicht presselastig, oder? Nee, überhaupt nicht. Wir kennen uns ja schon ungefähr seit 2010 kennen wir uns ja schon. Ja. Haben uns diverse Male getroffen und die eine oder andere Flasche geleert. Nicht nur Flaschen, aber ja, egal. Hallo? Cut. Ja, genau. Ihr habt nichts gesehen. Stur lächeln und winken. Warte, wo ist der rote? Wir haben immer so einen roten Zipper dabei, wie bei Men in Black. Den haben wir leider nicht dabei. Jetzt müssen wir so halt weitermachen. Ja gut, okay. Okay, aber das Blöde ist doch nichts. Das Blöde ist wirklich geschnitten. Ich verstehe. Ja. Na gut, in dem Fall, dann lassen wir weitermachen. Deine erste Band, wir haben damals 2010 in dem Interview, glaube ich, nicht darüber gesprochen. Was war deine erste Band, die du gespielt hast? Weißt du das noch? Ja, selbstverständlich. Das war Mad Flash damals. Was war das für eine Musik? Also das war so, als ich 10 war, habe ich ja, wie gesagt, meine erste Gitarre bekommen. 2 Monate später, auf dem Gymnasium, hat mich Andy, unser Drummer, ich wollte die Drummer. 10 auf dem Gymnasium? Ja, das passt. Die ist um 6 eingeschult, oder 6 hat, du bist mit 12 auf dem Gymnasium. Nee, nee. Du bist mit der 5. Klasse bei uns im Gymnasium in Baden-Württemberg. Boah, schwer. Ja. Hey, von nichts kommt. Dann wirst du Rockmusiker. Ja, du. Mein Gott. Nee, aber wie gesagt, also mit 10 im Gymnasium hat mich Andy angequatscht, unser jetziger Drummer. Mhm. Hat gesagt, hey Jim, du spielst auf Gitarre, lass mal was machen. Ich sag, ja klar, ich komme vorbei. Hat er mir meine ersten richtigen Akkorde gezeigt, davor habe ich nur so ein bisschen vor mich hingezellert. Mhm. Ich habe ja auch gedacht, später, wenn ich es mal drauf habe, stimme ich die 6 Seiten so, dass ich nichts greifen muss, sondern nur die einzelnen Seiten. Ich weiß nicht warum, aber ich dachte tatsächlich so. Auf jeden Fall, ja, dann hatten wir tatsächlich mit 10,5 schon unseren ersten Gig, also 4 Monate nachdem wir uns zum ersten Mal zusammen getroffen haben, zu zweit auf dem Schulhof. Es gab Coverversionen aller Rolling Stones, I Can Get No Satisfaction, Metallica, Enter Sandman, Whole Lotta Rosie. Nach 4 Monaten die Zimmer lernen? Ja, also es ging nicht gut, aber es funktionierte. Wie viele Zuschauer? Aber war schon nicht schlecht, also schon so 50 bis 100, 40 schon, also quasi alle Klassenkameraden, die Klassen in Baden-Württemberg sind ziemlich groß, ich weiß nicht, wie es bei euch auch sind. Wie viel habt ihr da? Also 95. Pro Klasse? Ja, also so circa, am Anfang, 5. Klasse sind wir mal einmal auf 3 Klassen, ABC aller 30. Ja, genauso bei uns, aber ja, ja, und da habe ich dann zum ersten Mal gemerkt, was Gitarrenspielen noch beinhaltet. Mhm. Es ist nämlich nicht nur irgendwelche Songs nachspielen und sich so fühlen wie, sondern es ist das Jubeln, die Begeisterung, der Adrenalinkick und die Mädels. Toll, dass du die Mädels wieder am Ende erwähnen musst. Entschuldigung, ich bin so ein Tittenfanatiker. Freunde sitzen zu Hause und du kommst jetzt ja auf die Idee, noch so eine Sachen rauszuhauen. Ich darf das. Hat die echt so eine Toleranz mit dir? Natürlich, die weiß, wie es läuft, die kennt mich. Die hat übrigens auch ein Flash-T-Shirt zu Hause. Also, da gab es echt ein T-Shirt, also 10 Städten oder so. Ja, klar. Also ja, dann nicht. Also so mit 12, mit Martin, mit 13, wir taten das ja bis wir 15 ein. Ah, okay. Bis wir dann zusammenkamen mit der Band von Sandra Steffen. Stimmt, da drin, komm mal gleich ran hier. Nee, hab keine Zeit. Komm mal gleich ran hier. Nee, lass mal. Da hier, oder? Es ist ein euer Bassist. Euer Bassist, wisst ihr? Ich kenn gar nichts, Ich dachte, das wäre der Busfahrer. Nee, das ist der Bassist, wisst ihr? Die unwichtigste Person in der Band und stört. Ja, die immer. Tür zu! Immer das Gleiche genau. mit den Nebencharakteren und unwichtigen Statisten. Der wichtigste Band bist du ja, aber du, ne? Sagt man ja. Ich bin ja Kiss in Dynamite, wie gesagt. Ja, hat man ja geklärt. Ja, klar. Nee, aber mal ganz mit 15 kam, um 16, mit 15 war es, kamen wir dann zusammen, die Band von Hannes, an den Steffen und an mir. Und wir waren ja, also bis dahin in einer Klasse. Wart ihr alle in einer Klasse oder wart ihr mehr so? Also Andi und ich waren in einer Klasse. Und der Rest in der anderen Klasse? Die anderen waren auf einer anderen Schule in der gleichen Klasse. Achso, wie habt ihr euch dann kennengelernt? Also wo kam denn genau der Funke zusammen? Um es kurz zu fassen, Andi war bei denen ja auf dem Gig, hat es dann eine Nummer denen gegeben und die haben dann an meinem 15. Geburtstag angerufen und gefragt, ob wir was zusammen machen wollten. Happy Birthday, wir wollen eine Band machen. So ungefähr. So, und jetzt muss ich den Leuten draußen erklären, ich glaube, du hast es zigmal erklärt. Kiss in Dynamite.
Küssen des Sünderlied. Welchen Bezug hat dieser Name zur Musik? Klar, das Dynamit ist die Explosion und da brauchen wir nicht drüber quatschen. Das ist live gucken und das ist klar. Das ist schon ziemlich explosiv. Übrigens an der Stelle Hut ab an eure Idee mit den Dynamitstangen auf der Bühne aktuell mit den Nebelmaschinen. Geil, oder? Sau geil. Super, ja. Bin ich auch stolz drauf. Vor allem die Wirkung. Richtig geil. Ja. Doch, super. Nichtsdestotrotz, das Kiss in Teilweise, ich meine, du kannst Dynamit anzünden und es explodiert irgendwo in der Ecke, aber wenn du es küsst, ist es noch ein bisschen extremer nicht. Aber, jetzt kommt's, das Kissen steht auch ein bisschen für die smarten Charaktere. Weil, ich sag mal so... Weil du keine Buben seid oder was? Nein, für das Feinfühlige im Sinne von, dass wir keine, man sagt immer explosiv, was, das muss ein Drecksau sein, dann mit so einem Bart und, weißt du, aber ich sag's mal so, wir sind, um mich fast nicht zu sagen, hübsch. Weißt du, also wir sind alle nicht hässlich, sagen wir mal. Also sagen wir, sie sind Boygroup-Charakter. So ein bisschen auf jeden Fall. Vor allem ist für jeden Typ irgendwas dabei. Wir haben, Typ an Frauen, muss man sagen. Ja, also wir haben hier den bösen, schwarzhaarigen, düsteren Typ. Dann haben wir die... dann haben wir Hannes als, ich sag mal, Diva so ein bisschen, weißt du, so, weißt du, was ich meine, so ein Snil, bisschen. Den Snil-Vergleich ist natürlich doch eine Hausnummer. Also, ja, ich meine, grob, ja. Ah, ja, okay. Und dann haben wir den eher schwulen Andi, weißt du, so ein Typ, den du auf Nacken triffst, so typisch. Und wir haben Ande, den todesmuskulösen, kurzhaarigen Typ. Auf jeden Fall. Wobei man, wo man sagt, kurzhaarig, das ist echt eine Schande, dass er die Haare abrasiert, oder? Sei mir leid, ich finde es richtig schade. Finden so viele schade. Aber ich finde, es entstellt ihn nicht. Also ich finde, er ist immer noch ein. Es klingt jetzt schon, er ist immer noch ein hübscher Kerl, weißt du ja. Und vor allem, dadurch erschließt sich nochmal eine ganz andere Gruppe von Frauen der Band. Weißt du? Also, auf was ich raus will, Dynamit, Explosion, klar, Show, das passt einfach. Und Kissen, weil wir einfach so wunderschön sind. Jetzt seid ihr ja in Deutschland einer der wenigen Bands, die auf diesem Age-Metal noch aufgestiegen sind. Aus den USA kommt Steelbender, aus England und Co. halt noch höher, sagen wir mal, Schweden, Skyfist, Panda Boys, aus Niederlanden und so. Die Einsteigen nicht zu vergessen. Genau, die auf den Zug aufspringen, aber aus Deutschland seid ihr momentan die aktuellen Vertreter. Und vor allem, man muss dazu noch sagen, ihr seid, um es mal genau zu sagen, relativ jung. Vor 2 Jahren haben uns noch hier Berlin 18 gefeiert, jetzt 2 Jahre später, genau wie der Alter ist, der Rest ist gerade 21 und ungefähr. Und dann so talentiert, das ist natürlich ein Hammer, bringt natürlich massig Komplimente mit sich. Ist nicht irgendwo die Gefahr, den Boden zu verlieren? Ich glaube, das gibt's immer. Ob du mit 50 erfolgreich bist oder mit 20, das ist relativ Lust. Das Ding ist aber, dass wir das Ding eben seit ich bin sagen, Kindesbein, ja. Wir machen das seit 11 Jahren, wir wissen, wie der Hase läuft. Wir wissen, wie es ist, Dreck zu fressen, was wir wirklich gemacht haben, was wir haben, Gigs gespielt vor 5 Leuten, kackegal. Immer die gleiche Show. Jahr für Jahr, Show für Show. Und du weißt einfach, das ist der Punkt. Du kannst quasi nicht abheben, weil du weißt, wie es unten aussieht. Wenn du nicht weißt, wie es unten aussieht, dann kannst du abgeben. Und vor allem, wenn es dann bergab geht, dann bist du richtig am Arsch. Weil wir waren ganz unten. Wir wissen, wie es ist, richtig schön Dreck zu fressen. Keine Sau interessiert dich für dich. Wir wissen, wie es unten aussieht. Und wenn es jetzt steigt, was es ja gerade seit 6, 7 Jahren durchgehend tut, es ist ja nie, dass es mal stagniert. Es geht immer aufwärts. Zwar langsam, was ja gesund ist, aber es geht immer aufwärts. Und das motiviert zusätzlich sowieso. Aber wenn es dann mal runter geht, dann wissen wir, wie es unten ausschaut. Wir sind da nicht geschockt davon. Und wir wissen, was wir zu tun haben, um wieder hochzukommen. Jetzt eine Band, oder sagen wir eine Band. Band ist immer schwierig zu sagen. Ich sehe Band nur die das seit 20 Jahren machen. Das ist für mich eine Band. Alles andere ist für mich eine Hobbygruppe. Eine Hobbygruppe quasi, oder
nennen wir DSDS oder wie es auch alle heißt, die ganzen Casting-Formate, die wissen nicht, wie so ein Inno sieht. Ja. Die sind hier, zack, gehalten, Fernsehen oben. Wenn die runterkommen, die sind richtig am Arsch. Weil erstens wissen sie nicht, wie so ein Inno aussieht. Mhm. Sie sind damit nicht vertraut und sie wissen nicht, wie sie wieder raufkommen. Ja. Das ist das Problem. Und deswegen, der hat die steinige Weg, wie man immer so sagt. It's a long way to the top if you want to rock and roll. Das stimmt immer noch. Und ich finde es geil, dass wir den Weg gehen. Ich will nichts anderes machen als den Weg. Ja. Ich liebe es. Ich liebe es einfach. Und jetzt kommt's. Die Weisheit. Oha. Achtung. Unsere steiniger und gleichzeitig hölzerne Weg, durchwurzelt und was weiß ich mit Schlaglöchern, wird gerade geebnet und geteert. Und zwar von einer Leiche, die an der denken Sie noch drüber nach. Und dann schau dir die ganzen Bands an, die das 80er-Zeugs noch machen. Es gibt nicht mehr so viele. Und vor allem, die sterben langsam. Ich finde es schade. Ja, natürlich. Aber es ist gut für uns, quasi. Weil, stell dir vor, auf einem Festival, ein Veranstalter denkt, okay, ich brauche eine Death Metal Combo, die zieht, ich brauche eine 80er Band, die zieht, so. Das lassen wir alle sterben, bis in, ich will nicht sagen sterben, aber sagen wir aufhören, bis in 5-6 Jahren. So, dann stehen die da, okay, jetzt gibt es noch Steel Panther. Skullfist, es gibt Crash Diet. Deering, so. Auch alte junge Jungs, ja. Von wem buche ich jetzt aus Deutschland? Darum sage ich, da liegt unsere Zukunft auf. Wir müssen nur so lange durchhalten und so lange durchbeißen, bis es soweit ist, dass die ganzen Veranstalter von Rockin' Rio zum Beispiel du weißt, wir sind alle kleine Psychopathen, aber ich glaube, das macht uns auch ein bisschen sympathisch. Einen gewissen Traum muss man haben. Rockin' Rio ist natürlich so eine Live-Show, wie Iron Maiden damals gezogen hat. Alter. Danach kann ich aufhören. Danach kann ich. Ich werde es natürlich weitermachen, aber da könnte ich aufhören. Ich hätte den Grund dazu, auf jeden Fall ein gewisses Lebensziel erreicht zu haben. Aber Computer sagt nein. Computer sagt nein. Egal. wo war ich jetzt? Moment. Ja, irgendwann stehen die Veranstalter einfach nur noch da und sagen, ich muss diesen Gang einfach buchen. Und auf die Zeit warte ich einfach, ganz ehrlich. Ganz ehrlich, das ist das Gute, ist, dass ihr es wirklich von klein auf gelernt habt. Ihr selber den Erfolg, den ihr jetzt momentan habt, ihr seid auf eurer ersten Headliner-Tour. Man muss ja sagen, ihr habt vorher Support gespielt für Lordi mittlerweile schon, ne, 2008. Das war hier in Berlin auch im gleichen Club, damals auch zur Popcom noch damals. Genau. Da habt ihr länger gespielt als Lordi. Echt? Ja, Lordi haben 45 Minuten gespielt und ihr habt, glaube ich, fast eine Stunde gespielt. Die haben bloß 45 Minuten damals. Ja, das war eine Popcom-Geek, so ein ganz Showcase-ähnliches. Okay. War sehr lustig. Da habe ich euch das erste Mal kennengelernt. So. Aber man nimmt es halt nicht wahr, man war für Lordi da gewesen. Klar, Hard Rock Halleluja, Eurovision Song Contest, bla, Filme. War genial. So, mittlerweile neuer Drummer auch gefunden. Rest in Peace. Ja, Rest in Peace. Ja. Würden wir gerade dabei sind, wir gleichen der Legenden mal mit James Dio. Ja. Steve Lee. Und wie sie alle heißen. Ja. Das sind können ja die gerade so weitermachen. Könnte man leider so, leider, muss man sagen, ne? Wir hoffen, dass es nicht so oft nochmal vorkommt. Das sage ich ja, nicht sterben, aber aufhören. Wobei man sagen muss, Mötley Crüe kommt wieder mit Slash. So. Und weißt du was? Ich finde das geil. Ich auch, ich bin dabei. Der 12.06. in Berlin. Geil. Super, ich bin in Bamberg leider. Ah, okay. Macht er nicht. So, dann haben wir noch Twisted Sister. Spielen 15 Shows im Jahr. So. Dann hörst du den richtigen Bands in diesem Stil ja auch schon passiert auf. Ja. Ne? So, ihr habt von klein auf gelernt, ihr habt aufgebaut, was nicht geht, ihr habt Gigs gespielt, wo es nicht geht, auf Bühnen, wo man denkt, Alter, mit eurer Power geladenen Show da zu spielen, Alter, das geht gar nicht. Ja, so White Trash hier in Berlin zum Beispiel, so eine kleine Bühne, Blackland hat er gespielt. Das denke ich auch. Das denke ich auch. Ja, und ich meine, andere steht da genauso, ich will jetzt nicht nur Berlin aufzählen, es gibt ja noch zig andere Sachen, ne? Aber ich habe heute nur in Berlin gesehen, bisher. Ja, klar. Wobei, Hamburg macht halt AFM Festival. Da waren wir ja auch gewesen. So ein gettosgleiches Label, super. Und man muss dazu sagen, ihr habt den Ritterschlag bekommen von Udo. Und vor allen Dingen bei Addicted to Metal, er hat einen Song mitgesungen. Ich meine, das muss ja noch auf dem zweiten Album Udo mit als Gastsänger zu haben. Was ist das, ehrlich gesagt, für ein Gefühl? Der Wahnsinn. Es war wirklich, wie du sagst, ein Ritterschlag. Es war noch viel mehr wie ein Ritterschlag. Es war nicht nur. Es war, naja, ich sag mal so, es war so ein Punkt in meinem Leben, wo ich gedacht habe, du bist auf dem richtigen Weg.
Also. Und Udo ist auch mittlerweile echt der Vater der Band. Ich will nicht sagen Opa. Das wäre gemein. Udo meinte das, siehst, nimmst dich böse. Er meint das nicht so. Weiser. Natürlich. Wir skypen ziemlich oft auf das nicht raus. Und immer wenn es um irgendwas geht, um irgendeine Entscheidung, ich gehe in Skype, ich schreibe Udo an und quatsche mit ihm kurz und sage, okay, hier. Er hat immer einen guten Tipp auf Lager und das ist echt, das ist Gold wert, weil so ein alter Hase, von dem kannst du noch was lernen. Hast du das Interview zum Beispiel gehört, was ich mit Udo letztes Jahr auf dem Massen noch aufgeführt habe? Nee. Solltest du mal tun, weil da lobt ihr euch auch nochmal sehr. Weil als die Rechnung habe ich dafür bekommen. Nein, weil da lobt ihr euch wirklich so, dadurch, dass ihr das, was man euch sagt, auch umsetzt, gerade auch showtechnisch, so was man halt auch mitbringen muss, weil vieles das Publikum in Deutschland ist natürlich ein Unterschied zu dem Publikum in anderen Ländern. Klar. Ne? Habt ihr denn, außer jetzt in Tschechien, wo ich weiß, dass ihr gespielt habt, noch andere Länder mal mitgespielt bis jetzt? Ja, wir waren in, lass mich kurz überlegen, in Belgien, in Holland, in Frankreich, in Italien. Also die Nachbarstädte, Städte schon, okay. Nachbarländer natürlich. Ja, klar, Schweiz, Österreich, das und mal zu Deutschland, genau. Gehört ja dazu, dass wir hier und da ein bisschen über die Grenze gehen. Sowieso, weil wir so weit im Süden wohnen, waren es ja nicht so weit. Wir sind Frankfurt ist weiter als Schweiz und Österreich. Also ihr seid ja Schwabenländer. So schön. Ja. Das Stil aus Swabia ist ja nicht euer Motto, oder? Was wird das jetzt? Ah, Made in Swabia. Nicht schlecht. Zumindest denke ich mal so. Mutter weiß es nicht, oder was? Ja, wann hat die Zeit damals zu machen? Ne? Okay, das heißt, man weiß also nicht, ob du wirklich dann das Blut in dir trägst. Doch. Ich spüre es. Doch. Möge die Macht mit dir sein. Und mein Patmium, wie auch immer das in Schwaben heißt. Das darfst du mich nicht fragen, ne? Keine Ahnung. Mein Wesen. Ich weiß es auch nicht. Nee. Dicke will Berliner werden, wir haben heute wieder. Ja, nee. So, also, um mal zur Musik zurückzukommen. Oh, jetzt, ich hasse es eigentlich, über das aktuelle Album zu sprechen, weil das machen so viele, ihr habt die Promotour gemacht, also dann. Aber jetzt musst du mir mal erklären, das neue Album ist ja in der Sicht, ihr seid gereift, es ist düsterer, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Es ist nicht mehr so dieser, ich habe letztens jemanden gesprochen, der meinte so, das Album, der meinte, der Kindermittel ist vorbei. Guter Ansatz. Also ich sag mal so, der Unterschied zu den anderen zwei Produktionen war einfach, dass wir uns, bevor wir anfingen, die Songs zu schreiben, uns Gedanken gemacht haben. Weil es gibt immer einen Punkt, irgendwann im Laufe oder im Leben einer Band, wo du dich fragst, was ist die Band? Für was steht sie? Was bist du selber? Und das war ein wichtiger Punkt. Ich meine, das dritte Album, das ist so ein bisschen ein Wegweiser, weißt du, was so der Sound für die Zukunft sagt und so. Und ja, ich denke einfach, das Ding ist, wir haben auf den ersten zwei Platten das gemacht, auf was wir Bock hatten. Wir hatten jetzt Bock auf eine AC/DC Riff-Rock-Nummer und dann taten wir so ein Hit-Hop. Hey, lass mal ein bisschen so Power Metal machen, Steel Swabia, und ich habe was für sich. Gibt es genügend Beispiele, kann ich jetzt weiter so erzählen. Aber du musst irgendwann für was stehen. Und wir haben sehr viel diskutiert, sehr viel andere Musik gehört. Wir haben verglichen, jeder hat aufgeschrieben auf dem Blatt Papier, die Riffs von der Band und die Hooks von der und der Sound von der, das macht diesen Ballwein aus. Und wir sind auf einen ziemlich guten gemeinsamen Nenner gekommen. Und zwar Traditional Heavy Metal, Germany und UK, um Bass zu nennen, Except. Guck mal an, da. Except Udo. Anne, komm mal kurz her. Anne, nee. Komm mal kurz her. Ich komm gleich. Alter. Nee, komm mal jetzt sofort. Warte, ich bin noch nicht vorbei. Komm mal her. Ja, lass ihn mal reden. Oh, also, Except Udo und auch Judas Priest meets American Sleaze Glamrock à la Aerosmith, Motley Crue, Skid Row vor allem. Ich finde, Skid Row ist ein ziemlich guter Wegbereiter, sage ich mal, denn die haben auch schon das bisschen Glam, Sleaze gemixt mit Heavy Metal. Ich meine, wenn du die Songs hörst, die Griffs, das ist Metal. Du musst aber dazu sagen, dass das Problem in Deutschland ist, dass Skid Row die meisten nur durch Youth Gone Wild kennen. So, das dann hört es auch auf. Weißt du, oh, jetzt kommt Anna. Mit einer, komm mal, Dame im Schnitt drauf. Viele Betten, habe ich dir gesagt. Ja, alle, guck mal, kurz her. Ja, klar.
Stell deinen Drink ab. Ja, ich muss mal kurz pissen. Genau. Okay. Lösen wir uns ab. Ich muss so pissen. So, jetzt, Kalle, hey Chef. Hi, grüß dich. Na, alle frisch? Ja, klar, André. Allbestens. Alter, wir waren stehen geblieben beim aktuellen Album, die so welche Bands. Ihr habt euren Weg gefunden, sagt der nette Herr. Wie sieht's bei dir aus, was sagst du? Hast du einen neuen Weg jetzt gefunden, wo es hingehen soll? Selbstverständlich, also es ist ja nicht nur die Meinung des Kollegen, sondern wir als Band, Kiss and Dynamite, sind im Studio gestanden, haben uns überlegt, was wollen wir? Und die Antwort darauf ist das, was du gerade auf deinen Ohren hattest, nämlich Money, Sex and Power. Ich meine, der Name ist plakativ genug, würde ich sagen. Er steht für die ganze Platte. Das ist Money, Sex and Power. Das sind die drei Dinge, um die es ins Leben geht. Verstehst du? Wieso dich damals Sex, Drugs and Rock'n'Roll? Damals hieß es Sex, Drugs and Rock'n'Roll, aber wir leben im Jahr 2012 und da heißt es einfach Money, Sex and Power. Nee, und du hast jetzt gefragt, ob es das ist, was wir wollten und ob es das ist, wozu wir jetzt gefunden haben. Und ich würde sagen, der Punkt ist der, dass wir uns wirklich Gedanken gemacht haben, in welche Richtung wollen wir gehen. Ich meine, da gab es Steel of Swavia, die Platte war sehr sleazy. Dann kam Addicted to Metal, da haben wir so ein bisschen unsere Grenzen nach oben ausgetestet. Wie weit können wir gehen, so Heavy Metal mäßig? Und Money, Sex and Power, das trifft es auf den Punkt, das ist ein Mix aus beidem irgendwie so, wo wir uns alle miteinander arrangieren können. Money, Sex and Power ist Kiss and Dynamite. Um es auf den Punkt zu bringen. Ich glaube, die kann man nicht mehr hinzuzufügen, oder? Ich glaube auch nicht. Super. Showtechnisch, wenn man jetzt euch noch nicht live gesehen hat, es gibt ja nur einige Leute, die euch noch nicht live gesehen haben. Leider. Aber ihr habt es. Was tut es? Ihr habt ja nun schon wirklich in Deutschland weil gespielt auf zig Konzerten, Festivals, was auch immer. Kalle, pass auf, du bist ein super Typ, ich korrigiere dich nur ungern. Wir haben ja nicht nur deutschlandweit gespielt, sondern europaweit. Das habe ich gerade schon mit Jimmy Glatt. Europaweit? Ja, haben wir schon gerade geklärt. Worauf ich hinaus wollte, ist eigentlich, wie würdest du jetzt eigentlich deine, die Show beschreiben, die Kiss and Dynamite ausmacht? Wenn du jetzt mal, du bist auf dem Kiss and Dynamite Konzert, siehst dich selber, die Band. Wie würdest du die Show beschreiben? Das ist super spannend. Also du sprichst jetzt gerade ein Thema an, was verdammt schwierig ist, Kalle. Ach nee. Denn du bist jetzt mit mir auf einen Typen gestoßen, der sich schon immer und von Herzenslust her gewünscht hatte, Kiss and Dynamite einmal live zu erleben. Der Punkt ist der, in diesen Geschmack werde ich nie kommen. Niemals in meinem Leben. Live-DVD? Ich sag dir eins, du kannst eine Live-DVD machen, du kannst auch irgendwelche YouTube-Videos angucken, es wird dir nie das geben, was du erleben wirst, wenn du live vor der Bühne stehst und wenn du diesen Schalldruck mitbekommst. Aber hey, das ist mein Los im Leben, mit dem ich zu leben habe. Um auf deine Frage zurückzukommen, wie würde ich Kiss and Dynamite live beschreiben? Das kann ich hingegen sehr gut, denn ich weiß ja, wie wir alle ticken und was ich dazu sagen kann, ist, wir sind verrückte Vögel. Allesamt, alle fünf. Du bist gesteuert. Ja, ich denke, das ist einfach Grundvoraussetzung. Und ja, aus diesen Verrückten ergeben sich einige Sachen. Das sei zum einen, dass ich irgendwie, wir sind alle fünf unterschiedliche Charaktere, die aber zusammen funktionieren, versteht ihr? Und das ist der Punkt. Irgendwie, wir sind Hannes, Anne, Steffen, Jim und du. Genau. Aber zusammen funktionieren wir als Kiss and Dynamite. Und ich denke, das ist der ausschlaggebende Punkt hier. Und das ist das, worauf es ankommt. Denn Kiss and Dynamite steht für Money, Sex und Power. Aber vor allem ist Kiss and Dynamite mehr als eine Band. Es ist ein Lebensgefühl, Kalle. Ein Lebensgefühl? Das musst du mir nicht sagen, du. Ich weiß es. Ich kann es spüren. Das schon seit ungefähr 2 Jahren, seitdem ich euch kenne. Da zeige ich es jetzt den Leuten. Kiss and Dynamite ist ein Lebensgefühl. Es ist mehr als eine Band. Es ist
einfach Kiss and Dynamite steht für Energie, für Power, für Spielfreude, für eine unglaubliche Virtuosität, Tightness und, um nicht zu vergessen, für die Nähe zu Kukiko. Also überlegt es auch euch. Nein, ihr euch. Ah, okay. Ich meine, wir sind schließlich im deutschen Fernsehen, Internet, wie auch immer. Ich überlege, dass ihr euch, ob ihr nicht noch ein Konzert der Money, Sex and Power Tour von Kiss and Dynamite im Jahre 2012 besuchen wollt. Denn 2013, und da lehne ich mich jetzt weit aus dem Fenster, wird es schon die nächste Platte geben. Hand drauf. Okay, okay, also ihr habt es gesehen. Und wenn du mich dran hältst, was kriege ich dafür? Ein Blowjob. Von dir. Naja, ich dachte jetzt eher, dass du mir einen Blowjob. Moment mal, wenn du jetzt eine Sache nicht einhältst, muss ich jetzt dafür noch belächeln? Ich dachte schon, ja. Erstens, nicht schwul. Zweitens, welches ist es? Ich würde dazu sagen, erstens, das hat mit schwul immer gar nichts zu tun, weil wahre Liebe gibt es nur unter Männern. So, 50 Cent ins Phrasenschwein. Und zweitens, was war nochmal zweitens? Das kannst du mich nicht fragen. Du hast doch eben gerade erstens und zweitens. Erstens hat gesagt, ich bin die Schule, zweitens gibt's nicht. Ah, zweitens gibt's nicht. Dann sage ich einfach mal hoch. Zweitens. Haben wir es geklärt. Kann ich aus deinen Worten jetzt eigentlich mal so rausschließen, dass du dir wünschst, dass es mal irgendwann ein bisschen deiner Cover gibt, dass du diese mal live sehen kannst und man weiß, wie die eigentlich so wirkt? Also erstmal, Kalle, ich bin ja verdammt froh, dass es Menschen gibt wie dich und vor allem Reporter gibt wie dich. Stopp, ich bin Fan für Fans, kein Reporter. Okay, dann bin ich verdammt froh, dass es Fans für Fans gibt, denn du stellst zur Abwechslung wirklich mal andere Fragen. Die Fragen sind anders. Merkt euch das, Kalle, ey. Kalle Rock Berlin, Kalle Berlin Rock, ey, oder kalle-rock.de. Merkt euch diesen Typen, phänomenal, einfach klasse, einfach super. Kannst du die Frage beantworten? Okay, um auf die Frage zurückzukommen, wir haben noch gleich die Frage. Ob du dir wünschst, dass es Coverbands mal von euch gibt, dass du mal einfach mal sagen kannst, von wegen, jetzt weiß ich mal, was wir ungefähr machen. Ach ja, um auf die Frage zurückzukommen. Ich weiß, wie Kiss and Dynamite angefangen hat. Das ist ja auch kein Geheimnis. Wir haben damals die geilsten Cover-Songs der 80er Jahre gespielt. Die Frage ist, warum haben wir das getan? Die Antwort ist, wir sind eine verdammt kredible, authentische 80s Rock'n'Roll, Heavy Rock, Killer, Cover, Hard Rock, Heavy Metal Band. And what we do is some fucking Rock'n'Roll, Heavy Rock, Hard Rock, Heavy Metal, call it whatever you want. We do some awesome shit, okay? And we started to have... Warum quatscht ihr das auf Englisch? Ist nur so eine Kopfsache von mir. Wir haben begonnen, diesen Cover-Rock-Shit zu spielen. Das war verdammt geil. Und darauf stehen wir auch. Aber irgendwann haben wir gedacht, oder habe ich mir speziell gefragt, ich meine, wir sind da vor 1000 Leuten gestanden, okay? Haben Jump von Eddie Van Halen gespielt. Der Applaus war groß. Selbstverständlich, ihr könnt es auch anders sein. Aber ich habe mich gefragt, wem applaudieren die 1000 Menschen da draußen? Applaudieren die dir für dein tolles Solo, also mir? Oder applaudieren sie der ganzen... Jim für sein Gitarren-Solo? Ja, okay, Jim für sein Gitarren-Solo mal ganz am Rande erwähnen. Applaudieren sie der Band dafür, dass sie das ganz toll interpretiert haben? Applaudieren sie etwa der Band dafür, dass sie es gespielt haben? Applaudieren sie im weitesten Sinne entfernt Eddie Van Halen dafür, dass er den Song gespielt hat, dass er den Song geschrieben hat? Ich glaube, ihr versteht im Entferntesten, worauf ich hinaus will. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich zu überlegen, wofür bedanken sich die Menschen da draußen. So. Dann kam in mir der Gedanke auf, ich will was machen, wo ich sicher bin, die Leute finden das, was ich mache und das, was wir machen, geil.
So war der Kunst eingesetzt, etwas Eigenes zu machen. Die Leute haben es ganz gut angenommen und ich meine, hey, heute in Berlin waren 200 Leute und die Leute, die hatten Spaß. Und warum waren sie da? Wegen Kissen? Dynamite. Ja, was war das gerade eben hier mit der Hand? Ich habe nur hier meine... Ah ja, okay. Das war jetzt nichts Böses. Also, die Leute waren hier wegen Kissen the Power. Dynamite. Kissen the Power. Dynamite. Kissen fucking awesome. Dynamite. Und das ist der Grund, warum die Leute da waren, wegen Kiss and Dynamite und wegen uns und sonst vor allem. Und ich konnte in den Gesichtern der Menschen lesen, dass sie unsere Songs kannten, dass sie wegen unserer Songs hier waren und dass sie unsere Songs liebten. Das ist es, warum ich das tue, was ich will. Und genau das ist es, warum ich gesagt habe, ich entferne mich von der Covermusik hin zu unserem eigenen Rock'n'Roll-Style. So, pass auf, ist das mal ihn noch dazwischen oder dazu? Hier ist Smooth Panther. Hey, hier kommt mein True Smooth Panther. So, pass auf. Hier ist das Smooth Panther. Das Lustige ist, ich habe ihm gerade eine Frage gestellt, die er total umschweift hat. Kalle, weißt du was, ich hole mir kurz was zu trinken. Ist das okay? Mach das. So, stell dir die Frage nochmal. Gerne, gerne, Kalle. Pass auf, und zwar folgende Frage ist, guck mal, trinkt er schon. Da ist er wieder da. Ich glaube, das will keiner sehen. Wo wir beim FSK 8 sind. Ja, okay, die Frage war gerade gewesen, wir haben ja also die Live-Show beschrieben gehabt, so ein bisschen. Ob man einfach mal der Wunsch besteht, dass es eine Kiss in Dynamite Coverband gibt, um mal zu sehen, wie man selber auf der Bühne eventuell wirken kann. Die gibt's schon. Die gibt's, ach, gibt's schon. Ohne Scheiß, es gibt Leute. Siehst du, warum weißt du das nicht? Es gibt viele Dinge, die ich nicht weiß. Wenngleich ich ein sehr intellektueller und intelligenter Mensch bin. Aber wo es Tim gerade anspricht, fällt mir ein, tatsächlich, es gibt eine Kiss in Dynamite Coverband und das ist die erste. Jetzt sage ich euch eins. Das ist, die erste deutschlandweit, europaweit oder weltweit? Scheißegal, weltweit. Und zwar, die Band spielt die Gitarrensoli von Andy Besser. Jetzt muss er kurz schlucken. Wir haben ja zwei Gitarristen unter sich. Ich meine, wer hat eher mit der Gitarre angefangen? Du hast mit 10 angefangen und du? Mit 7. Ich habe mich zweimal überrundet. Oh ja, ich dachte es einfach. Nein, ihr versteht das gerade schon richtig. Also ihr habt es richtig verstanden. Du brauchst nicht hier reinbrüllen. Du kannst dich auch erstmal hinsetzen. Ich halte das Mikrofon hin. Oh, wir haben es hier mit Kalle zu tun. Das habe ich vergessen für einen kurzen Moment. Aber Leute, hey. Hier ist euer Kalle und hier ist euer Ande. The one who plays the bitchin' guitar solos in a way that turns the women on, and he really knows how to pitch it, rock and ride his guitar in a way that makes bitches' trousers wet. Oh yeah! Wo waren wir stehen? Okay, dem Karl, also mal noch eine ernsthafte Frage. Wer macht mein Mikro jetzt sauber? Ich habe es schon getan. Ach, gib das mal mir. Den Ton kriegst du niemals raus. Das kannst du fast schon ausbringen hier, das Mikro. Okay. Wie ich anfangs sagte, schlimmer als Steel Panther. Who the fuck is Steel Panther? It's a band from Australia, from America actually. What the fuck? Is it from Australia or is it from America? America. I shit on... No. I don't shit on America. But I fucking shit on Steel Tiger, whatever. Okay. Jetzt wieder seriously. Nee, Steel Panther. Sagen wir mal so. Es hat angefangen mit Hysteria bei uns.
Hysteria war der erste Songtext, der so ein bisschen schlüpfig ist, so mit über Penisse und so. Und ich meine, die machen das natürlich krass, aber in gewisser Weise haben wir schon ein bisschen das gemeinsam. Ich meine, Money Sex Power geht auch ziemlich viel ums. Ja, gut, aber ihr habt den Vortrag ums Ficken! Und Titten! Geschlechtsverkehr? Bitches pounding. Oh, 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 oh. Na toll. Jungs, Busen, Busen. Ach, toll gemacht. Noch mal fragt man. Ist egal, kriegen wir. Ja, genau. Mach noch alles futsch hier. Halt mal kurz. Ich glaube, wir beenden das Interview jetzt. Wir kommen das mal zum Ende, genau. Es wäre am einfachsten jetzt einfach mal für die Technik auch. Ach ja. Ach, wir können uns dafür das schon einen verdammten Scheißdreck als Equipment das. Ganz ehrlich, Kalle. Ich meine, ich mag dich als Person, aber wenn das hier noch aufgezeichnet wird. Du, hör mal. Gut, die Speicherkarte ist raus. Ja, die Speicherkarte ist raus, dann nimmt sie nichts mehr auf. Toll. Hast du super gemacht, genau. Ist jetzt aber nicht kaputt, oder? Ah, kaputt ist es nicht. Okay. Das Ding ist es nur, dass der Ton jetzt gerade etwas unterbrochen ist. Und wir dadurch natürlich jetzt ein bisschen Technik haben. Ja, komm. Nee, aber jetzt wirklich, lass uns zum Ende kommen. Jetzt. Aber ja, ich hoffe, dass er jetzt gespeichert hat. Das wäre blöd, wenn er nicht gespeichert hätte. Wenn die Speicher jetzt raus ist, dass er nicht drauf hat. Schön, dass du einen Kopfschutz hast. Ja, das ist schön, ne? Okay, pass auf. Versuchen wir es einfach noch mal ganz kurz zum Ende jetzt zu kommen. Okay. Los. So, steigen wir noch mal seriös ein. Hoffen wir, dass er das andere jetzt gespeichert hat. Jungs, wenn ihr euch jetzt gegenseitig mal eine Frage stellen könntet, einfach mal so. Ich meine, es gibt ja Themen, die ja jeden Tag ansprecht, wie bei der Sex von der letzten Nacht und so, also das kennen wir ja alle schon, das ist ja nichts Neues. Gibt es trotzdem eine Frage, die ihr euch untereinander mal stellen würdet, die ihr euch noch nie gestellt habt? Andi, hast du wirklich mit meiner Freundin geschlafen? Jim, es fällt mir schwer, das jetzt vor einer Kamera sagen zu müssen. Aber hey, du bist mein Bro. Ich hoffe, das kann ich mir nichts kaufen, aber ja. Ich hoffe, dass es mir heute nie verzeihen wird. Aber ja, ich habe es mit dir getan. Und ich kann dir auch sagen, ihre ersten Worte waren erst, oh, du bist so groß. Und dann waren ihre Worte, das fühlt sich verdammt gut an. Okay, dann kann ich dir jetzt auch was offenbaren. Weißt du, was deine Freundin zu mir gesagt hat? Tut, als ich es getan habe. Los, sag es, ich will es jetzt wissen. Okay, nee, noch besser. Willst du einen Fakt wissen? Der Fakt ist, dass dieser Fakt ist. Nee, jetzt pass auf. Nach den ersten 10 cm fühlte sich deine Freundin an wie neu. Oh, böse, böse, böse. Jack is fucking bitchy. Der war gut. Der war richtig. In diesem Sinne, reise ich mich jetzt zurück. Stopp, ganz kurz. Ja, dann noch mal an dich. Oh, okay. Was ist das? Oh. Dass deine Freundin auf lange Penisse steht. Yeah. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Gespräch, Jungs. Ich hoffe, es funktioniert alles. Kalle, mach's gut. Und den Rest klären wir einfach privat. Genau. Wir werden jetzt auch ein bisschen Backstage hier, ein bisschen Party machen. Auf jeden Fall. Und wir wünschen euch draußen viel Spaß. Macht's gut. Kalle, ich möchte eins nicht außen vor lassen. Du bist doch derjenige, der heute am betrunkensten sein wird, nicht wahr? Kalle sagt nein. Der Computer Anne sagt auch ja. Nein. Aber Anne sagt ja. Und das Anne ist schon betrunken. Anne hat immer recht. Anne hat immer recht. Glaubt dem Kalle nichts. Das ist gelogen. Ach Kalle, komm. Steh doch dazu, was du bist. Du bist Sexfaktor. Nein, Kalle. Du bist Sexfaktor. Guck mal, wo nächste wieder. Okay, in diesem Sinne. Tschüss, ja. Gut und bis demnächst. Bis dann, Jungs. Ciao. Danke, Jungs. Ciao.